Ganz ehrlich, mir waren Tipp Nummer 1 bis 7, der gleich kommt, und Tipp Nummer 9 nicht wirklich bewusst. Wenn ich daran denke, wie oft Astra früher die Treppe runtergegangen ist und wie oft sie von der Couch gesprungen ist, all das macht sie jetzt nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass sie trotz Veranlagung und altersbedingter Degeneration keinen weiteren Bandscheibenvorfall mehr bekommen wird, weil ich jetzt auf alle genannten Punkte sehr achte und absolut einhalte. Hätte ich manches doch nur früher schon gewusst. Deswegen liegt mir dieses Video sehr am Herzen. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn durch dieses Video Teil 1 und 2 bei eurem Hund ein Bandscheibenvorfall verhindert werden kann oder zumindest kein weiteres Mal entsteht. Denn ein Bandscheibenvorfall beim Hund ist wirklich sehr schmerzhaft und kann sehr gefährlich sein. Es kann zu Ausfallerscheinungen und Lähmungen kommen. Es besteht die Gefahr, dass der Hund gelähmt wird und gelähmt bleibt. Dieses Risiko besteht auch bei einer OP. Umso wichtiger ist es, finde ich, alles zu tun, was man nur tun kann, um der Entstehung eines solchen Bandscheibenvorfalls vorzubeugen. Super bequem. Und eine Memory-Funktion hat diese Matratze auch. Mit viel Platz, um schön ausgestreckt schlafen zu können. Diese hier ist von Bruno Lee, aber die gibt es auch von vielen anderen Firmen. Hier beim Firmenwappal befindet sich auch der Tragegriff, der sehr praktisch ist. Damit kann man ganz leicht die Matratze von einem Zimmer ins andere bringen. Vor dem Bandscheibenvorfall hatte sie kein orthopädisches Hundebett. Mir war nicht bewusst, dass sie das, trotzdem sie im Bett schläft und bei mir auf der Couch sitzt, brauchen könnte. Wenn man sich dann aber wieder einmal rückblickend überlegt, wie viele Stunden des Tages in einem unbequemen, wenig gepolsterten Hundebett ein Hund dort verbringt, und wenn man sich mal überlegt, was auch bei uns eine ungesunde Sitzhaltung zum Beispiel auslösen kann, erscheint mir die Anschaffung eines orthopädischen Hundebetts oder einer orthopädischen Hundematratze doch sehr sinnvoll. Das mag manch einem übertrieben erscheinen, weil ein Hund sowas früher auch nicht hatte, aber wir hatten früher auch so manches nicht. Deswegen sind wir ja früher auch nicht sehr alt geworden. Jeder muss natürlich machen, wie er es für richtig hält. Ich bin mit dieser orthopädischen Hundematratze sehr zufrieden. Und Astra auch. Sie bekommt da sogar ihre abendlichen Leckerlis, damit sie die nicht mehr im Stehen verputzt, mit dem Kopf nach Als unser geliebter Hund zu uns kam als Welpe, da war uns völlig bewusst, dass wir sehr auf ihn aufpassen müssen. Es war uns völlig klar, dass wir besonders wachsam sein müssen bei allen möglichen eventuellen Gefahren, anderen Hunden, die man nicht kennt, vor Radfahrern. Wir wussten auch, dass der Hund, bis er 2 Jahre alt ist, selber nicht mit dem Fahrrad mitlaufen darf und auch keine Treppen gehen soll, wegen der Gelenke. Aber dann ist unser süßer Hund erwachsen und topfit, Gott sei Dank. Und weil er so fit ist und weil uns vieles nicht bewusst war vorher, vergessen wir schnell beim Seniorhund Inkognito, dass wir jetzt wieder genau wie damals, als er noch ganz klein war, ganz besonders und verstärkt auf ihn aufpassen sollten. Das heißt,
Lieber öfter mal kurz anleinen, wo eventuelle Gefahren lauern. Und ganz besonders auf ihn aufpassen und all das vermeiden, bis auf Radfahren. Das tut dem Hund gut, wenn es nicht zu schnell ist. Aber ansonsten passen wir jetzt genauso wieder auf ihn auf, in besonderem Maße, wie damals, als er ein kleiner Welpe war. Und apropos Radfahren, fließende, gleichmäßige Bewegungen sind sehr gut für unseren Hund. Um nur ein paar Punkte zu nennen, auf die sich ein Halsband negativ auswirken kann, um Luftröhre, Kehlkopf, Schilddrüse, Halswirbel zu schonen, geht der Hund nur noch am Geschirr, wenn er an der Leine geht. Und das Halsband behalten wir zur Deko oder um dort die Wapperl dran zu hängen, die Marken, Hundemarken und so weiter. Und verwenden auch keine Flexileine. Der unerwartete Ruck, der für den Hund entstehen kann, kann auch negative Folgen haben. Viel besser eignet sich eine normale Leine und wo es möglich ist, dann den Hund freilaufen lassen. Für regelmäßige Bewegung sorgen und Kaltstarts absolut vermeiden. Das heißt, den Hund erst langsam warm werden lassen, dann die Belastung steigern, immer wieder Pausen einlegen und die Belastung wieder abklingen lassen. Die Belastung sollte immer gleich sein, nicht einmal wahnsinnig viel und dann plötzlich ganz wenig. Die Belastung sollte wie bei uns auch aufwärmen, dann anstrengen und nichts Extremes. Kaltstarts und unregelmäßig zu starke Belastungen vermeiden. Ist außerdem wichtig, vorbeugend, um Herzklappenfehler und Herzprobleme zu vermeiden. Seit ich weiß, dass Astra eine Veranlagung hat zum Bandscheibenvorfall, versuche ich auch, Bergabrennen zu vermeiden. Auch Zugluft kann ein Auslöser sein, deswegen Zugluft vermeiden. Auch im Auto daran denken. Bei Kurzhaarhunden ohne Unterwolle an den Hundemantel denken. Besonders wichtig in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit. Er verhindert, dass unser Hund durch die Kälte steif und ungelenkig ist. Außerdem schützt er vor Erkältungskrankheiten. Sonnenlicht bildet Vitamin D und das Vitamin D ist wichtig für die Knochen. Abgesehen von vielen weiteren positiven Eigenschaften, auch zur Stärkung der Abwehrkräfte und der Bildung von Hormonen, ist ausreichend Sonnenlicht wichtig. Daher in den Wintermonaten darauf achten, rechtzeitig Gassi zu gehen, wenn die Sonne sich zeigt. Vielleicht denkt der eine oder andere, das ist ja selbstverständlich. Dieser Tipp ist auch nur zur Erinnerung, weil es mir auch oft so geht, dass ich denke, nur noch schnell dies und nur noch schnell jenes erledigen und dann Gassi gehen. Aber in den Wintermonaten sind die Tage kurz und die Sonnenstunden rar. Daher lieber schnell raus, wenn die Sonne sich zeigt, und es sich irgendwie einrichten lässt und danach erst alles Weitere erledigen.
Übergewicht sollte man beim Hund dringend und absolut vermeiden. Das Wort sollte man klingt so belehrend und das gefällt mir jetzt gerade nicht. Deswegen drücke ich es lieber so aus. Du tust deinem Hund für sein allgemeines Wohlbefinden auch schon nur einen großen Gefallen. Erleichterst sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes und ermöglichst ihm, gesund alt zu werden, wenn du Übergewicht vermeidest. Ich glaube, es erübrigt sich aufzuzählen, wie negativ sich Übergewicht für deinen Hund auswirkt. Von Diabetes, Herz, Gelenke, man kann es alles gar nicht aufzählen, es ist einfach nur schädlich. Mein letzter Tipp betrifft das Trockenfutter. Wenn der Hund eine unschöne, um nicht zu sagen gruselige Diagnose bekommt, wie Bandscheibenvorfall, ging es mir jedenfalls so, dass ich mich wieder verstärkt gefragt habe, bekommt sie wirklich das Beste, auch das beste Trockenfutter? Und welches ist das beste Trockenfutter? Tja, keine einfache Frage. Unter dem herkömmlichen Hundefutter das Beste für seinen Hund zu finden, ist eine Wissenschaft für sich. Und ab wann ist eigentlich ein Hund ein Seniorhund und benötigt das Seniorfutter? Auf den Verpackungen steht meist ab 7. Aber kann man das so pauschalisieren? Ich achte darauf, dass ein Trockenfutter alle wichtigen Inhaltsstoffe hat, die der Hund braucht und nicht zu viel Purin. Denn zum Beispiel im Grünlippmuschelpulver ist bereits viel davon enthalten. Außerdem ist auch Jod wichtig. Das beste Trockenfutter ist ein kaltgepresstes. Das wiederum enthält oft kein Jod. Daher denke ich, der Mix bewirkt oft das Beste. Deswegen mache ich das so, 2 Handvoll kaltgepresstes und 1 Handvoll nicht kaltgepresstes, das aber Jod enthält, an dem einen Tag und am nächsten Tag mache ich es umgekehrt. Und immer so weiter. PS zum Trockenfutter, ich finde es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, auch wenn ein Hund, wie zum Beispiel Astra, das nur zum Frühstück bekommt und am Abend Nassfutter. Soweit alle meine Tipps zur Bandscheibenprävention, die meiner Meinung nach auch hilfreich sind für alle Seniorhunde. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Tipps dir helfen, sodass es erst gar nicht zu einem Bandscheibenvorfall kommt oder dein Hund zumindest keinen weiteren Bandscheibenvorfall erleiden muss. Ganz sentimental macht mich so eine Musik. Unsere Hunde lieben uns bedingungslos und daher haben sie nur das Allerbeste von uns verdient. Zum Schluss alles Gute für dich und deinen Hund. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.